Am Mittwoch, den 1. Juni 2016, veränderte Simbach innerhalb weniger Stunden sein Gesicht. Grund dafür war ein heftiger Regen, der bereits in den Nachtstunden die zufließenden Bäche des Simbachs anschwellen ließ. Schwerste Regenfälle bis zur Mittagszeit ließen die Wassermassen derart ansteigen, dass Bäume und Uferböschungen mitgerissen wurden. Je weiter sich diese Flut der Stadt näherte, desto weniger konnten die Bachdurchläufe die Massen bewältigen, die Durchläufe verstopften. Das Wasser staute sich auf und riss schließlich Straßen mit sich. Eine Flutwelle ergoss sich über die gesamte Innenstadt. Innerhalb kürzester Zeit erreichte der Simbach einen noch nie dagewesenen Rekordpegel von 5 Meter. Und nach dem Rückzug des Wassers zeigte sich ein Inferno. Leitungen und Rohre waren freigelegt und zerstört. Tagelang war ein Großteil von Simbach ohne Strom, Trinkwasser und Telefon. Straßen und Brücken waren zerstört. Wasser und Schlamm standen zimmerhoch in den Häusern. Autos und Bäume lagen kreuz und quer in einer Schneise der Zerstörung. Menschen mussten mit Hubschraubern und Booten gerettet werden. Die traurige Bilanz, 5 Tote in Simbach. Was folgte, war ein Dauereinsatz von Feuerwehr, Rotem Kreuz, Wasserwacht, THW, Polizei und Hunderten von freiwilligen Helfern. Ich war dann beim Mittagessen und innerhalb von 20 Minuten ist ja das Ganze passiert. Ne? Wie ich gekommen bin, bin ich nicht mehr rübergekommen. Klar, es aus. Ne? Aber gute 60.000. 60.000? Circa. Bloß Maschinen. Ich bin gerade von Kroatien gekommen gestern. Ich bin drunter, meine Oma, die war drinnen. Die haben den ersten Stock raufgeflüchtet. Ja. Und haben halb einen verfilmten Boot rausgeholt. Die haben quasi noch komplett. Die waren im ersten Stock, da ist praktisch das erste Schuss, 1,5 Meter. Und der Wasser war jetzt eh, glaube ich, in der Tischstraße, das ist so schnell gekommen. Das Gartenhäusl ist umeinander geschwommen. Das Wintergarten hat es. Das unten, weil noch beim Teil des Öltanks. Nachdem das Wasser zurückgegangen war, begann das große Aufräumen in der Stadt. Zu Hunderten kamen freiwillige Helfer mit der Bahn und mit ihren Autos aus nah und fern, um den Simbacher ihre Solidarität zu zeigen und um den Schlamm von den Straßen, aus den Kellern, Wohnungen und Geschäften zu entfernen.
Kannst du mir sagen, wo du her bist? Bist du von Zimbach? Nein, aus Wittibreit. Wittibreit? Ja. Ja. Auch die neue Turnhalle der Realschule war von der Schlammflut schwer beschädigt worden. Am 4. Juni besichtigte auch Ministerpräsident Horst Seehofer mit Umweltministerin Ulrike Scharf und Landwirtschaftsminister Helmut Brunner, begleitet von mehreren bayerischen Politikern, die Stadt und ließ sich vom ersten Bürgermeister Klaus Schmidt das Ausmaß der Katastrophe zeigen. Riesenprobleme in unseren Ackerbauern, die sind jetzt abgezogen werden. Für die Betroffenen und Helfer hieß es aber nun anpacken und aufräumen. Der Schlamm musste aus den Kellern und Geschäftsräumen entfernt werden, bevor er hart wurde. Der Simbach bekam wieder zurück, was er hinterlassen hatte. Und auch ich setzte meinen Weg fort, um Material für diese Dokumentation zu sammeln. Überall sah man das Unheil, das dieser harmlose Bach angerichtet hatte.
Darf ich euch fragen, wo ihr her seid? Franzhofen. Julbach, überall. Vielen Dank. Ja. Danke. Wir haben auch nur privat, wir haben gesagt, wir können nicht so weit, aber wir hoffen, wir bringen was zum Essen. Grüß dich. Und überall waren fleißige Helfer, darunter auch Asylanten aus Simbach und dem Landkreis, bei den Aufräumarbeiten zu sehen. Und immer wieder kamen neue Helfer zu ihren Einsatzorten.
die ihnen der Bauhof zugewiesen hatte. Die Hilfe war überwältigend. Mit diesen Helfern führt auch mein Weg in die Innstraße hinein.
Und wie man sieht, auch die Simbacher Polizeiinspektion war schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Herzlichen Dank an dieser Stelle an die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr aus Braunau mit ihrem Bürgermeister. Auch die Ausstraße blieb von der Flutkatastrophe nicht verschont. Über die Innenstraße gehe ich wieder zurück in die Innenstadt. Durch den Schlamm und vorbei an den vielen Einsatzfahrzeugen treffe ich immer wieder auf freiwillige Helfer, die hier den Schlamm aus den Kellern holen. Auch die Passauer und Bachstraße, eine Katastrophe.
und still fließt der Simbach dahin. Aber ein paar Tage vorher hinterließ er eine Spur der Vernichtung. Meine Dreharbeiten über diese Katastrophe führen mich in den Kreuzberger Weg. Auch hier zerstörte die Schlammflut alles, was ihr in dem Weg stand. Und auch hier waren die Aufräumarbeiten in vollem Gange. Meter hoch stand in der Au das Wasser vor der Notöffnung des Inndamms und die Flut hatte sogar etliche Autos mitgerissen und dort abgestellt. Erst das abgelassene Wasser gab die zerstörten Fahrzeuge wieder frei. Schlamm, wohin man schaut. Auch in der Gartenstraße sah es nicht anders aus. Und auch hier wurde von ehrenamtlichen Helfern wieder aufgeräumt. Von was für Feuerwehr seid ihr? Feuerwehr Siemenshausen. Vorne? Siemenshausen. Siemenshausen. Ja. Nicht anders sah es am und im Bürgerhaus der Stadt aus. Hier half die angeforderte Bundeswehr mit, das Gebäude und die Tiefgarage wieder schlammfrei zu bekommen. Auch die Außenbezirke von Simbach waren von der Flutkatastrophe stark betroffen. Extreme Schäden richtete der Kirchberger Bach in Edmühle und Steghäuser an.
Weiter abwärts bei Högl wurde die Baustelle für den Bau der neuen Brücke samt Kran und Baumaterial zerstört. Auch wenn alte und neue Brücke dem Wasserdruck standhielten, die Straße war weg. Und in Steghäuser das gleiche Bild der Zerstörung. Neben dem verstopften Tunnelrohr suchte sich die Flut neue Wege Richtung Simbach. Mit den ersten Schaulustigen gehe ich entlang der Zerstörungswut des Simbachs und erreiche das Sägewerk Eibelmeier. Dort wurde ein Gebäude von der Flutwelle total weggerissen und nach Aussage des Besitzers weitere so schwer beschädigt, dass diese wahrscheinlich abgerissen werden müssen. Aber auch hier begannen Tage nach der Katastrophe die Aufräumarbeiten. Ebenso an der zerstörten Straße zum Schulzentrum. Auch an der Auffahrt zur B12 wurde schon zügig gearbeitet. Auch an der Unterführung der Straße nach Parkirchen wurde bei Eckstetten die weggespülte Straßenböschung wieder erneuert.
Auch auf der Fahrt etwas außerhalb Simbachs Richtung Hitzenau sah ich bereits abgerutschte Hänge. Es sollte aber noch schlimmer kommen. Idyllisch gelegen, die Stadelegger Kapelle. Aber bei näherem Hinschauen sieht das Ganze dann schon anders aus. Fast wäre sie einem Hangrutsch zum Opfer gefallen. Richtung Hitzenauer Bach das gleiche Bild der Zerstörung. Wieder zurück in Simbach erkennt man, dass der Steilhang zwischen der Hänselspitze und Hitzenau infolge der ungewöhnlich starken Regenfälle am 1. Juni 2016 überall instabil geworden war, wie hier zwischen dem Schwimmbad und dem Kletterzentrum. Nun aber sah mal überall die Bewohner der Stadt in Aufbruchstimmung. Und in der Innenstadt war der Schlamm aus den Häusern und Geschäften entfernt. Allerdings sah es jetzt aus wie in einer Geisterstadt.
Die ersten Häuser wurden bereits abgerissen. Auch dieses Haus sollte nicht mehr lange stehen. Und weitere Häuser wurden bereits gekennzeichnet und überprüft. Informationstafeln der Stadtverwaltung halfen den Flutgeschädigten, sich in ihrer Not zurechtzufinden. Natürlich war auch der Stadtpark von der Flutwelle zerstört worden. Ein großes Problem war nun die vielen Bau-, Metall- und Holzschutthalden in der Stadt. Diese mussten vorläufig auf dem Gelände der Firma Knauf und im zukünftigen Gewerbegebiet in Waltersdorf zwischengelagert werden. Und hier ruht nun unser altes Simbach. Aber wie sagt unser Bürgermeister, wir bauen uns wieder ein neues, schöneres Simbach auf. Auch für die zerstörten Fahrzeuge wurde ein Platz gesucht. Ein Autofriedhof in der Stadt, hier bei den Firmen Dormeier und Eckmüller. Und in der Stadt sah man ausgeräumte Geschäfte und weitere abgerissene Häuser.
Auch hier wurde schon der Putz entfernt. Und überall sah man schon Anfänge von Aufbruchstimmung. Beim Kriechen in der Au standen zwar schon neue Ziegelsteine bereit, aber ob hier aufgebaut oder abgerissen wird, wusste ich Anfang September noch nicht. Auch in dieser Werkstatt wurde noch gerettet, was zu retten war. Im Heimatmuseum waren die Handwerker ebenfalls schon beim Beseitigen der Flutschäden. Auch in den Privathäusern sah man bereits viele fleißige Helfer beim Wiederaufbau. Große Lücken im Stadtbild hinterließ der Abriss der schwer beschädigten Häuser. Um die Zufahrt zum Schulzentrum wieder zu ermöglichen, errichtete der Ortsverband Freising des Technischen Hilfswerks eine Behelfsbrücke. Aber die Schäden der Flutkatastrophe werden noch lange sichtbar sein. Der letzte Teil dieser Flutdokumentation gilt den vielen freiwilligen Helfern aus nah und fern, die alle mithalfen, dass die Simbacher ihre Katastrophe nicht allein bewältigen mussten.
Ganze Kolonnen warteten schon am ersten Tag nach der Flut am Bauhof auf ihren Einsatz, um zu helfen. Und ihr wartet jetzt aufs Taxi für den Einsatz? Ja. Wo geht's? Wisst ihr schon wohin? Nein. Noch nicht. Wo kriegt ihr das gesagt? Wir von den Leichtern. Wo kommt es denn hierher? Aus Kösslern. Kötzing? Kösslern. Kösslern. Auf in Simbach werden die Einsatzkräfte, die freiwilligen Helfer von Team Bayern und die allen freiwilligen Helfer von mir koordiniert mit der Unterstützung von einigen Leuten. Die Einsatzkräfte kommen hier an den Bauhof her, werden registriert und dann werden sie auf Aufträge, die wo von der Feuerwehr kommen, ins Einsatzgebiet gezielt gebracht. Das Einsatzgeschehen geht Richtung Schaufeln, Kellerfreiräumen, Putz unterklopfen, Umzüge organisieren. Für was seid ihr zuständig? Für die Lebensmittel, für Helfer und zum Zentralen. Für die anderen auch. Ich bin da, wenn wir die bedürftig sind, die alles verloren haben, die können es genauso. Wenn wir gefragt haben, werden Leute gebraucht, die da arbeiten und die da mithelfen, und dann haben wir uns da gemeldet und dann sind wir da reingekommen. Wie lange macht ihr das schon? Und das machen wir jetzt seit 4. Juni. Also etliche Wochen schon? Ja, genau, einen Monat. Und wie viele Helfer habt ihr dann da? Das ist ganz unterschiedlich. Am Anfang waren 10, 15 Helfer da und jetzt tröpfelt es ein bisschen. Das werden im Prinzip aber weniger. Aber es sind immer wieder welche da, die uns helfen und sich sehr einsetzen. Also immer schon sagen. Und das sind die Freiwilligen. Vom Bauhof mag ich gar nicht reden. Was die geleistet haben, das war enorm. Wenn wir gesagt haben, wir brauchen jemanden, dann waren die sofort zur Stelle. Das waren also zwei von den vielen Helfern, die schon da waren und die auch noch kommen. Das wissen wir ja, dass es nicht zu Ende ist. Und es ist einfach hervorragend, was da geleistet wird. Und diese Helfergruppe habe ich spontan zu einem privaten Helferessen in einer Simbacher Lokalität eingeladen. Also für die Leute, die da kommen, die können das sich holen. Können sie auswählen, können sie als Beste raussuchen und wir freuen uns über jeden, der kommt und sich was holt bei uns. Gell? Gut, danke. Ein paar Bügeleisen sind schon weggegangen heute, gell? Ja, Bügeleisen werden auch gebraucht. Auch die Hilfsbereitschaft der Spender war grenzenlos. Ihr seid Helfer hier, wo kommt denn ihr her? Also ich komme aus Burghausen. Burghausen? Ja. Ich bin eine Pfarrkirchnerin. Ja, und ihr helft so jetzt in der Station hier? Ja, ja, weil gebraucht wird. Es bin Leid daheim. Ja. Also habe ich gelesen und jetzt bin ich auch da rumgefahren zum Helfen. Auch die Polizei hatte in ihren Notunterkünften alle Hände voll zu tun. Das Bayerische Rote Kreuz war während der Flutkatastrophe in der ganzen Stadt präsent. Wir sind vom Kriseninterventionsdienst in Pfaffenhofen an der Ilm und sind zu fünft hier das Wochenende hergefahren, Donnerstag, Freitag, und fahren heute Abend wieder heim. Und was macht ihr? Kriseninterventionsdienst, also psychosoziale Betreuung. Mhm. Und Verpflegung, das machen die Kollegen? Verpflegung machen die Schnelleinsatzgruppe. Dann kochen wir Masse.
Auch der Malteser Hilfsdienst war mit der Versorgung der Helfer im Einsatz und bekam dafür die Fahrzeughalle der Simbacher Feuerwehr zur Verfügung gestellt. Und nicht zu vergessen, das Technische Hilfswerk. Mit mehreren Ortsverbänden war diese Organisation im ganzen Stadtbereich im Einsatz, wie hier bei der Trinkwasserausgabe am Volksfestplatz. Kommt hierher? Von Simbach. Simbach. Vorhin. Wie lange habt ihr schon kein Wasser? Seit Donnerstag. Ja, schon lange. Auf Nacht. Schon lange. Gestern ist zwar ein bisschen gegangen, aber heute ist schon wieder fort, seit Nachmittag. Ja. Wartung von Fahrzeugen, Reifenwechsel an Fahrzeugen, die im Schlamm durch Glasscherben und Metallgegenstände defekt wurden. Alles wurde bewerkstelligt. Und auch hier fanden sich Helfer für die Helfer. Am Schwimmbad wurde vom THW mit großem Aufwand das dringend benötigte Trinkwasser für die Stadt aufbereitet. Wir machen hier die Wasseraufbereitung vom THW Ortsverband Starnberg und Ortsverband Lembo sind wir momentan. Zwei Trinkwasseraufbereitungsanlagen. Durch die Überschwemmung ist das Grundwasser verschmutzt worden und wird hier in den Behältern aufbereitet. Läuft dann durch die Anlage, wird da auch noch weiter gereinigt und am Ende ist es wieder sauberes Trinkwasser. Ist dann echtes Trinkwasser, oder? Ja. Noch abgekocht werden sollte, weil noch nicht ganz sicher ist, wie es genau ausschaut, aber es ist eigentlich wieder reines Trinkwasser. Okay, danke. In der St. Marienkirche wurde im Beisein von Bischof Stefan Oster und Landesbischof Bedford Strom sowie den Simbacher Geistlichen ein Gedenkgottesdienst für die Todesopfer abgehalten. ...1500 Notrufe gingen am Tag der Flut ein. 480 Menschen mussten gerettet werden. 1500 bis 2000 Einsatzkräfte und Helfer waren tagelang, Tag und Nacht im Einsatz. Einen großen Dank dafür, was diese Menschen
für die Flutgeschädigten geleistet haben. Und für diese Menschen wollte ich mit dieser Dokumentation eine bleibende Erinnerung schaffen und ein herzliches Vergeltsgott sagen. Heute ist der 26. Juli im Jahr 2016. Zu diesem Zeitpunkt ist also sicherlich noch kein abschließendes Statement zur Flugkatastrophe möglich. Die Aufräumarbeiten, Wiederaufbauarbeiten in Simbach dauern sicher noch Jahre. Die Flugkatastrophe am 1. Juni diesen Jahres hat unser Simbach verändert. Ich denke, der Schock sitzt bei uns allen noch sehr, sehr tief. Wenn ich allein die Infrastrukturschäden in Simbach betrachte, dann kommen wir auf eine Summe von 35 bis 40 Millionen Euro. Ich möchte aber nichtsdestotrotz allen danken, die mitgeholfen haben, allen Organisationen, allen freiwilligen Helfern vor Ort, im Bauhof, wo immer sie auch gewirkt haben. Es war eine wunderbare Sache, die Flut der Hilfe hat fast die Flut des Wassers noch übertroffen. Ein herzliches Vergeltsgott auch allen Spendern, die auf Spendenkonto hier in Simbach einbezahlt haben. Der momentane Stand, die Förderverfahren laufen, die Spendenverfahren werden in Angriff genommen. Es erfordert sicher leider für alle noch eine ganze Menge Geduld, bis das Ganze so passiert, wie es sein soll. Ja, der Wiederaufbau von Simbach, unserer Stadt, muss jetzt Schritt für Schritt erfolgen. Absolute Priorität hat natürlich die Prüfung und die Ausführung von einem besseren Hochwasserschutz. Wir haben bereits einen Städteplaner beauftragt. Dazu kommt letztendlich dann noch Verkehrs- und Grünplanung, damit wir aus unserer Stadt wieder etwas Schönes machen können. Ich möchte zum Schluss mich noch einmal bei Ihnen allen für Ihre Geduld, für Ihren großen Mut bedanken und möchte, wie ich es in der Bürgerversammlung, die vom Landrat eingerufen wurde, gleich am Anfang einen letzten Satz nochmal wiederholen. Wir werden sicherlich unser altes Simbach nicht mehr bekommen, aber wenn wir alle an einen Strang ziehen und alle zusammenhelfen, dann können wir es vielleicht schaffen, dass wir uns ein schönes, neueres Simbach schaffen. Vielen Dank an euch alle.